Salto. 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 Verbraucherwissen to go. Der Podcast für Konsumenten und Konsumentinnen. Von Daniela Thaler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbraucherwissen to go, der Podcast für KonsumentInnen. Mein Name ist Daniela Thaler, schön, dass Sie mit dabei sind. Energie, ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir heizen, kühlen oder einfach nur das Licht anschalten. Doch wie können wir unseren Energieverbrauch optimieren und dabei nachhaltiger handeln? Heute sprechen wir über energieeffizientes Bauen und erneuerbare Energie. Und dazu begrüße ich Umwelt- und Energieberater Thomas Ecker. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Ihr Studien zeigen, dass Gebäude für 40% des Energieverbrauchs in der EU und 36% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Können Sie uns erklären, warum das so ist? Das ist vor allem aus zwei Gründen so. Also einmal, dass der größte Teil des Gebäudebestandes in Europa noch aus sehr, sehr alten, ineffizienten, also ungedämmten Gebäuden besteht. Die haben im Betrieb, also bei Heizung und bei Kühlung, einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch. Und zum anderen natürlich auch, dass Bau eines Gebäudes selbst verursacht ja auch Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von Materialien, die hauptsächlich fossil getrieben sind. Thema energieeffizientes Bauen. Wie funktioniert denn das? Also auch hier wieder zwei Schienen. Also einmal sollte energieeffizient gebaut werden, indem einfach verdichtet gebaut wird, indem Materialien verwendet werden, die möglichst einen geringen fossilen Energieaufwand haben und was ganz, ganz wichtig ist, weil ein Gebäude ja 50 oder 100 oder mehr Jahre bestehen sollte, durch den Betrieb sollte das Gebäude so wenig wie möglich Energie verbrauchen. Also das heißt, es muss gedämmt sein und der Heizenergieaufwand und der Aufwand fürs Kühlen sollte möglichst gering sein, indem das Gebäude gut gedämmt ist. Welche Rolle spielen denn auch die neuen Technologien wie die Smart Home Systeme bei der Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden? Also Smart Home Systeme können einen Beitrag leisten, aber man darf das nicht überschätzen. Wenn ich zum Beispiel mein Haus dämme, dann kann ich gleich mal 50% an Energie sparen. Oder wenn ich zum Beispiel von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umstelle oder mich an ein Biomassefernheizwerk umstelle oder anhänge, dann kann ich 100% der fossilen Energien einsparen. Also ja, das kann einen Beitrag leisten, aber man darf das nicht überschätzen. Welche Maßnahmen können auch wir als Einzelpersonen treffen, einfach um Energie zu sparen? Also Energie zu sparen ist einmal, wenn wir ein altes Gebäude bewohnen, das ungedämmt ist, sollte man es nach Möglichkeit dämmen. Und das, was ganz, ganz wichtig ist, also parallel dazu, wir müssen weg von der Heizung mit fossilen Energieträgern. Das ist das Entscheidende, um die Klimaziele zu erreichen. Also wir dürfen in Zukunft keine fossilen Energieträger mehr verwenden, um zu heizen und zu kühlen. Wie weit sind wir denn in Südtirol mit dieser Umstellung gekommen? Also wir sind da im europäischen Durchschnitt. Also wir sanieren zurzeit ca. 1% des Gebäudebestandes pro Jahr. Das ist zu wenig. Ich glaube, wir sind da ungefähr im europäischen Durchschnitt und wir müssten, um die Klimaziele zu erreichen und um 2040 klimaneutral zu sein, wir müssten circa das Doppelte erreichen. Also wir müssten circa 2% oder mehr des Gebäudebestandes in Südtirol sanieren jährlich, um diese Klimaziele zu erreichen. Tut sich hier auch etwas auf EU-Ebene? Also kommt das Ende der Gas- und Ölheizungen? Ich habe erst vor kurzem eine Studie gelesen und es gibt in Deutschland schon Energieversorger, die ihre Gaskunden jetzt darauf aufmerksam machen, dass es in 10 Jahren wahrscheinlich kein Gas mehr durch die Gasleitungen gibt.
Da sind wir in Südtirol noch nicht so weit. Also in Südtirol werden noch Gasleitungen ausgebaut, Gasnetze werden verdichtet und meines Wissens wurde noch kein Gaskunde von seinem Versorger darüber informiert, dass wir, wenn wir 2040 klimaneutral sein wollen, dass es ab da kein Gas mehr geben wird. Tut sich da auch etwas beim EU-Parlament in dieser Hinsicht? Gibt es hier Regelungen, neue Regelungen? Ich weiß jetzt nicht, ob es Regelungen gibt, dass die Energieversorger ihre Kunden informieren müssen, aber auf EU-Ebene passiert einiges. Aber vor allem auf lokaler Ebene sollte es gelingen. Also wir müssen jetzt wirklich anfangen, unsere Gaskunden in Südtirol zu informieren, dass wir in absehbarer Zeit kein Gas mehr liefern werden können. Was passiert dann? Da muss man einfach umsteigen. Da muss man umsteigen. Also es gibt Alternativen. Also technisch ist das gelöst. Also dort, wo es bestehende Biomasse-Fernheizwerke gibt, kann man die Netze der Fernheizwerke verdichten. Also die Leute können sich ans Fernwärmenetz anschließen, an die Biomasse-Fernheizwerke, die einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Dort, wo das nicht möglich ist, und kann man zum Beispiel auf Wärmepumpen umstellen. Und wenn man schaut, dass große Teile des Setzstahles, also wir haben wirklich große Flächengemeinden, wo noch fast zu 100% die Gasversorgung aufrechterhalten wird und wo die meisten Leute noch eine individuelle Gasheizung haben. Und die müssen einfach von dieser Gasheizung weg und müssen sich Alternativen suchen, zum Beispiel Wärmepumpen oder Hackschnitzelheizungen. Aber im Großteil wird sich das mit Wärmepumpen lösen lassen. Beim Thema Wärmepumpen, also die Nachfrage, ist in Südtirol momentan nicht sehr groß. Warum? Es ist einfach so, also Sie haben vielleicht aus der Presse entnommen, dass in den letzten Tagen oder Wochen der Gaspreis wieder auf einem historischen Tiefstand ist. Und in der Fläche werden wir das nur hinbekommen, wenn die fossilen Energieträger nicht günstiger sind als die umweltfreundlichen Alternativen. Und da braucht es einfach andere Rahmenbedingungen, also solange das so ist, dass das Heizen mit Gas am günstigsten ist, wird sich in der Fläche auch nicht viel tun. Momentan, woher beziehen wir unseren Strom, woher beziehen wir unsere Energie in Südtirol? Also wir haben ja eine sehr, sehr gut ausgebaute Wasserkraft in Südtirol. Also bilanziell über das ganze Jahr gesehen produzieren wir knapp doppelt so viel Strom in Südtirol, wie wir selbst verbrauchen, aber nur bilanziell. Also wir müssen auch im Winter, wo wir wenig Produktion von Wasserkraft haben, müssen wir zukaufen. Und bei der Heizung ist der überwiegende Teil immer noch aus fossilen Energien. Genauso beim Verkehr, da haben wir also beinahe 95% und mehr. Denn der Energie, die wir doch benötigen, sind aus fossilen Energieträgern, also erdölbasiert, also Diesel und Benzin. Und ja, wie gesagt, also der größte Teil der Heizenergie, der Mobilität in Südtirol stammt aus fossilen Energien. Und wie sieht es jetzt aus mit Heizen mit Holz? Ja, Heizen mit Holz ist bei uns in Südtirol eine lange Tradition. Also bei den Biomasse-Fernheizwerken, das ist ja auch nichts anderes als Heizen mit Holz. Es gibt allerdings Untersuchungen, auch von den zuständigen Ämtern hier in Südtirol. Auch Holz ist eine begrenzte Ware, also ein begrenzter Rohstoff. Und wir müssen uns einfach da auch nach der Decke strecken. Wir müssen das ganz, ganz gut im Auge behalten. Und es ist ja so, dass wir derzeit schon weniger Holz in Südtirol selbst zur Verfügung haben, als wir zurzeit verbrauchen. Und das müssen wir gut im Auge behalten, dass wir uns nicht von einer Abhängigkeit in die andere begeben. Beim Holzheizen heißt es aber, dass die Luft stark verschmutzt wird. Es ist richtig, dass wir vor allem bei den Einzelfeuerungen Probleme haben mit verschiedensten Schadstoffen. Also eine ist zum Beispiel die Staubbelastung, die wir durch das Verbrennen von Holz haben. Das ist, das muss man auf dem Schirm haben, vor allem bei den Einzelholzheizungen. Also bei den Fernheizwerken ist es so, dass das sehr zentralisiert ist. Da findet eine kontrollierte Verbrennung statt, die laufend monitoriert wird, und dort ist eine Verbrennung, die sehr, sehr gut funktioniert, und im Vergleich zu den Einzelfeuerungen funktioniert das sehr, sehr gut und ist auch kein Problem bei den Fernheizwerken. Aber bei den Einzelholzfeuerungen könnte das vor allem in den Ballungsgebieten schon zu Problemen führen.
Kritischer und unabhängiger Journalismus ist wichtiger denn je. Salto steht für fundierte Berichterstattung. Unterstütze uns, indem du Salto abonnierst. Sprechen wir auch über den Strom aus der Sonne, also die Photovoltaikanlagen. Wie können Sie zur Energieeffizienz beitragen? Also die Photovoltaik ist in Südtirol und wahrscheinlich weltweit die Energieform, die noch am weitesten ausgebaut werden kann. Es ist so, wie es ausschaut, also eine der günstigsten, wenn nicht die günstigste Form, um Strom zu produzieren, also zusammen mit der Windkraft. Und diese beiden Energieformen, also vor allem Photovoltaik in Südtirol, können schon ein Gamechanger werden. Also wenn es uns gelingt, in Südtirol auch die Photovoltaik massiv auszubauen, dann können wir ein großes Stück an Unabhängigkeit dazu gewinnen und uns also zum größten Teil von den fossilen Energien befreien. Heißt, dass man vielleicht nicht nur auf den Privatgebäuden eben die Photovoltaikanlagen anbringt, sondern auch auf allen anderen Gebäuden, oder? Also das ist richtig. Also überall dort, wo es sinnvoll ist, sollte auf bestehenden Dächern Photovoltaikanlagen angebracht werden. Wir werden aber auch in Südtirol um Freiflächenanlagen unserer Meinung nach nicht drum herum kommen. Sonst reichen einfach die Dachflächen nicht aus. Es gibt da mehrere Untersuchungen, auch von der EURAG zum Beispiel, die festgestellt haben, dass wir einen guten Teil der Photovoltaik, die wir in Südtirol benötigen, auf bestehenden Dächern unterbringen können. Aber wie gesagt, wir werden um Freiflächen, um sogenannte Agri-Photovoltaikanlagen unserer Meinung nach nicht drumherum kommen. Das hat aber natürlich ist das eine ästhetische Veränderung, sage ich mal so. Aber wenn man sich anschaut, die derzeitigen Hagelnetze, die wir auf unseren Obstwiesen haben, also wir sind der Meinung, dass sich da ästhetisch nicht sehr viel verändern wird. Der Vorteil ist aber, dass wir relativ günstige Energie haben können und wir können uns endlich unabhängig machen und wesentlich unabhängiger von den fossilen Energieträgern. Und das ist enorm wichtig für die Zukunft. Also wir haben es ja gesehen bei den ganzen Krisen, wie wir uns da sehr abhängig gemacht haben von Regimen mit zweifelhaftem Ruf, und davon sollten wir uns endlich verabschieden. Und technisch ist es möglich. Um bis 2040 klimaneutral zu werden, braucht Südtirol etwa 6-mal so viel erneuerbare Energie aus Photovoltaik, wie derzeit produziert wird. Heißt, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Es gibt sehr, sehr viel zu tun, und es wäre ja auch absolut notwendig. Und wenn man sich anschaut, was wir an Kaufkraftabfluss vermindern könnten, wenn wir keine fossilen Energien mehr einkaufen, dann sind das enorme Summen. Also wir haben errechnet, wir als Klimaclub haben errechnet, dass wir circa 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro pro Jahr weniger Kaufkraftabfluss hätten, wenn wir uns von den fossilen Energien lösen würden, uns unabhängig machen würden und unsere Energie so weit wie möglich selbst produzieren würden. Und es gibt ja auch so Mini-Solaranlagen bis 800 Watt. Wie sinnvoll sind denn die? Also alles, was mit Photovoltaik zu tun hat, ist sinnvoll. Wir müssen uns aber schon bewusst sein, also dass wir mit solchen Mini-Anlagen unser Energieproblem nicht lösen können. Aber sie sind absolut sinnvoll, weil sie ganz einfach in der Installation sind. Sie sind relativ günstig. Man braucht keine großen Ansuchen machen, sondern man teilt es einfach seinem Energieversorger mit und steckt die in die Steckdose. Also deshalb ist es sicherlich sinnvoll, und in einigen Fällen ist es auch nur so möglich, weil nicht jeder kann eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen, aus verschiedensten Gründen, weil er eine schlechte Ausrichtung vom Dach hat. Aber durch diese Mini-Solarkraftwerke kann man auch einen kleinen Beitrag leisten. Und wie gesagt, also alles, was möglich ist, müssen wir einfach umsetzen. Erneuerbare Energiegemeinschaften können auch einen sehr wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung Südtirols leisten. Wie weit sind wir denn hier gekommen? Also es gibt seit kurzem die Durchführungsbestimmungen auf Staatsebene, dass man diese Energiegemeinschaften jetzt definitiv gründen und
auf den Boden bringen kann. Das war auch wichtig. Also wir haben jetzt mehrere Jahre darauf gewartet. Das ist gut, dass das jetzt endlich, dass da jetzt endlich Klarheit herrscht. Die Energiegemeinschaften haben prinzipiell ein großes Potenzial. Es ist aber nicht so, dass man da jetzt reich wird durch diese Energiegemeinschaften. Also der finanzielle Benefit ist überschaubar, aber man sollte sich nicht immer nur auf diese finanzielle Seite konzentrieren, sondern es ist einfach ein Beitrag, den eine Gemeinschaft leisten kann, wenn sie sich zum Beispiel zu so einer Energiegemeinschaft zusammenschließt. Also man kann Photovoltaikanlagen poolen, man kann den Verbrauch poolen, also man kann einfach auch zum Beispiel Einkaufsgemeinschaften von Photovoltaikanlagen machen im Rahmen so einer Energiegemeinschaft. Man kann zum Beispiel gemeinsames Carsharing aufbauen mit Elektroautos, wenn man sich in so einer Genossenschaft zusammenschließt. Also es gibt außer diesen finanziellen Anreiz, der wirklich der überschaubar ist, noch ganz, ganz viele andere Sachen, wenn man das positiv sieht und wenn man sich nicht immer nur ausschließlich auf die finanzielle Seite konzentriert. Zusammenfassend, was könnte man sagen, um bis 2040 klimaneutral zu werden? Was kann jeder Einzelne von uns jetzt tun, um Energie zu sparen und eben ja, auf erneuerbare Energien zu wechseln? Also einmal das Wichtigste ist, also reden Sie mit Ihren politischen Vertretern, dass die richtigen Entscheidungen treffen und dass Sie sie bald treffen, weil uns läuft wirklich die Zeit davon. Es gibt neueste Studien, die belegen, dass wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen, also dass wenn die globale Mitteltemperatur sich um 1,5 Grad erhöht, dass einige der entscheidenden Kipppunkte ausgelöst werden, und wenn diese ausgelöst werden, dann bekommen wir riesige Probleme. Um das zu verhindern, müssen wir jetzt ganz, ganz schnell sein. Und das Wichtigste, reden Sie mit Ihren politischen Entscheidungsträgern und sagen Sie ihnen, Sie sollen die richtigen Entscheidungen treffen. Also jeder Einzelne von uns kann tun, indem er, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, möglichst wenig fliegen und einfach sein Leben so gestaltet, um möglichst wenig Energie zu verursachen. Man muss aber allerdings sagen, durch die individuelle Tugendhaftigkeit werden wir das Klima nicht retten. Es braucht die Rahmenbedingungen, geänderte Rahmenbedingungen, wie ich es schon vorher gesagt habe. Also wenn das Heizen mit Gas günstiger ist als umweltfreundliche Alternativen, dann werden wir die Kurve nicht kriegen. Das kann ich als Individuum nicht ändern. Da braucht es die politischen Entscheidungsträger, die Rahmenbedingungen ändern. Solange es günstiger ist, wenn ich nach Berlin fliege, anstatt dass ich mit dem Zug fliege, dann werden wir die große Masse auch nicht erreichen. Deshalb auch dort braucht es geänderte Rahmenbedingungen, und die können wir als Individuum nur ganz, ganz begrenzt beeinflussen. Deshalb, es braucht die großen Leitlinien, müssen sich ändern, und dann werden wir es auch schaffen. Das war's von Verbraucherwissen to go. Schön, dass Sie mit dabei waren, und machen Sie es gut. Salto. 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 Salto.